Lieber Holger Busch, sehr geehrter Herr Schleunung, liebe Verbandsmitglieder, zu eurem 75-jährigen Jubiläum wünschen wir als Firma Sprintis euch alles Gute und wünschen euch für die Zukunft eine ebenso gute Zusammenarbeit und Erfolg. Mit unserer vergleichsweise jungen Firmengeschichte schauen wir mit dem gebührenden Respekt auf eure langjährige Erfahrung. Michael Ende schreibt in seinem Buch Momo: Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Transformiert weitergedacht, könnte man sagen. Und so wie der VDMB sich aus Zuhören versteht, können das nur ganz, ganz wenige Menschen. Dies spiegelt sich wieder in eurem Angebot an eure Mitglieder und hat sich gerade im letzten Jahr erneut unter Beweis gestellt. Meines Erachtens nach gibt es ganz wenige Verbände, die so engagiert an der Sache sind und sich für ihre Mitglieder einsetzen. Wenn ihr dafür eine Bestätigung sucht, reicht ein Blick in eure Mitgliederliste. Wir als Sprintis hören euren Mitgliedern aus der Lieferantenperspektive zu und stehen seit jeher mit mehr als 5000 Produkten täglich bereit, hören zu und haben auch morgen das Passende am Lager, alles nach der Druckmaschine bis tief in den Point of Sale. Eine besondere Kernkompetenz habt ihr, das muss man sagen, in der Organisation und Umsetzung des Medientages. Dieses Jahr im Oktober in Bamberg, darauf freue ich mich ganz besonders auf ein Wiedersehen, mit euch gemeinsam anzustoßen, auf euer Wohl und euer Jubiläum. Und bis dahin wünsche ich euch eine erfolgreiche Zeit, viel Gesundheit und alles Gute.